Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Chips-Test-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es nochmal eine Kim's-Chips-Sorte, die ich noch nicht kenne. Wir haben diesmal die Marrakesch-Harissa-Sorte. Jawohl, das sind geriffelte Kartoffelchips, die nach Harissa-Paste schmecken, wer das nicht kennt. Das ist Chili-Kreuzkümmel, Koriandersamen und Knoblauch. Ja, die sollen auch ein bisschen scharf sein, deswegen werde ich die dann nachher auf meiner Schärfetabelle einordnen. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann würde ich auch sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gehört wie immer auf damit und raus damit. Da sind sie schon. Alles klar, gut. Dann bereite ich jetzt den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, schon geht es weiter. Ein kleiner Teil der Chips liegen jetzt auf meinem Testteller. Die probieren wir jetzt. Vorher gibt es natürlich wie immer eine Nahaufnahme. Und ihr seht schon schöne geriffelte Chips, die auch wie immer von beiden Seiten gewürzt sind. Das gefällt mir. Jetzt bin ich wirklich sehr auf den Geschmack gespannt und vor allem, ob und wie scharf sie sind. Dann probiere ich jetzt mal. Sie riechen neutral nach Chips und ich beiß rein. Ja, hier wieder wie immer gewohnt hohe Kim's-Qualität. Die geriffelten Chips von denen sind immer sehr, sehr schön kross und crunchig. Das gefällt mir. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Geschmack. Also ich sag mal ganz ehrlich, Harissa-Paste schmecke ich jetzt hier überhaupt nicht raus. Also was am meisten auffällt, ist irgendwie der Kümmelgeschmack, den die Chips haben. Ja, auch Knoblauch schmecke ich nicht besonders raus. Für mich schmeckt es dann wirklich eher, ja, ich sag mal nach Paprika-Chips mit Kreuzkümmelgeschmack. Ansonsten, ja, Chili geht auch ziemlich unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die habe ich mir jetzt wirklich weitaus schärfer vorgestellt. Ja, ist jetzt wirklich ein bisschen schade geschmacksmäßig her, weil wenn man das so alles liest, dann erwartet man jetzt hier, sag ich mal, etwas Besonderes mehr oder weniger, aber ja. Für mich, wie gesagt, eher Paprika-Chips mit Kümmelgeschmack. Habe ich mir wirklich weitaus besser vorgestellt. Also mein Geschmack trifft es jetzt nicht gerade. Ich zeige euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, meine Bewertung sieht folgendermaßen aus. Tut mir auch ein bisschen leid, aber mehr wie einen Daumen nach oben kann ich für diese Chipsorte ja dann jetzt leider nicht vergeben. Also für mich kommt der Harissa-Geschmack wirklich nicht drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie schon erwähnt, für mich sind es hier ja Paprika-Chips mit Kümmelgeschmack. Alles andere geht so ein bisschen unter, deswegen ja, einfach nur schade. Auf meiner eigenen Schärfetabelle vergebe ich, wenn überhaupt, die 0,5. Also Schärfe kann man hier wirklich so gut wie überhaupt gar nicht ausmachen. Es sei denn, man isst jetzt irgendwie mehrere davon. Wie gesagt, dann ist es die 0,5. Mehr ist es auch wirklich nicht. Also die kann wirklich jeder essen. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.